Zu den 20 Uhr Nachrichten. Berlin. In der gestrigen Kreissaalsitzung wurden sämtliche Musikinstrumente ohne Tasten vom Tierschutzbund verboten. Quatsch. Ich bin's, euer Ninja Lopo. Hallo, keine Sorge. Huhu, alles in Ordnung. Ich bin kein böser Nachrichtensprecher. Ihr dürft weiter Keyboard spielen. Keine Sorge. Ja, einfach mal ein bisschen Spaß. Diesmal eben ganz am Anfang vom Video. Okay. Willkommen zum Video Notenrhythmik 2. In diesem Video wollen wir die Achtelnoten mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn diese sollen ja schließlich irgendwann einmal in präziser Rhythmik daher sprinten. Nichts hört sich holpriger an als stockende und stolpernde Achtelläufe. Und dazu müssen sich deine Finger unter anderem flott und voneinander unabhängig bewegen können. Das wäre zumindest mal der rein motorische Aspekt. Und sowas kommt eben mit der Zeit durch genügend Spielübung, fast schon automatisch. Die dabei gedachte rhythmische Gleichmäßigkeit kommt allerdings aus deinem Kopf. Also durch Kontrolle. Zum Beispiel, indem du die Achtelnoten abzählst. Und genau hier wollen wir deshalb zuerst einmal ansetzen. Wie du ja mittlerweile wissen solltest, sehen Viertelnoten so aus und Achtelnoten eben so. Und wie wir die Viertelnoten auf ihren Hauptzählzeiten als Zahlen zählen, ist sicherlich auch längst klar, ne? Die erste Viertel kommt bei 1 im Takt, die zweite bei 2, die nächste bei 3, die letzte bei 4 im Viervierteltakt. Ja? Okay, aber wie zählen wir diese 8 Achtelnoten im Takt ab? Ja? Unsere Viervierteltakte hören ja bekanntlich bei 4 auf, also hier bei dieser Achtel. Dahinter kommt aber noch was. Das Problem wird mit Zwischenzählschritten gelöst, indem in der Mitte zwischen zwei Hauptzählzeiten, also zum Beispiel zwischen 1 und 2, zwischen dieser Achtel und dieser Achtel in der Mitte, hier im Offbeat, ein Und gezählt wird. Ja. Hier ist ja 1, die erste Achtel, und die dritte Achtel kommt bei 2 im Takt. Und die zweite Achtel im Takt kommt eben bei Und. Man sagt auch bei Plus oder eben im Offbeat. Ja. So, und dann wird es sich eben ergeben, dass hinten am Ende des Taktes nach der 4 ein Und stattfindet oder die letzte Achtel eben bei Und gespielt wird. Und dann erst ist der Takt danach fertig, wenn der nächste Taktstrich die nächste 1, also den nächsten Schwerpunkt, bringt. So. Ich schreibe übrigens viel lieber das Pluszeichen hin, anstelle des längeren Wortes Und. Es geht einfach viel schneller. So, und jetzt bitte ausrechnen. 1 plus 2 plus 3 plus 4, nee Quatsch, war eine andere Baustelle. Okay, ich meinte, und jetzt einmal mitzählen. Wir zählen zunächst schön gleichmäßig alle Viertelschläge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ja. 1, 2, 3. Schön mitzählen, macht das bitte zu Hause. 3, 4, so. 3, 4. Und gehen dann in die doppelt so schnellen Achtelzählschritte. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wichtig ist, dass ihr gleichmäßig sprecht und nicht etwa Zweiergrüppchen bildet, weil das optisch hier so ausschaut. Nein, zum Beispiel wäre es falsch so zu machen. 1 und, 2 und, 3 und, 4 und. Das machen sehr viele Schüler. Macht es nicht, macht es gleichmäßig. Nochmal von oben runter bitte mit mir mitmachen. Zweimal das und dann noch zweimal das hier. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und jetzt wollen wir das auch an den Tasten motorisch ein wenig umsetzen. Spielt mit mir jetzt irgendeinen Ton, ich nehme das G1, beim Zählen auf allen Achteln mit. Es geht los. 1, 2, 3, 4.